zu sprechen. Jetzt wird ja häufig ins Feld geworfen, dass ein hoher Mindestlohn dazu führen würde, dass weniger Leute arm sind. Wie stehen Sie dazu? Gibt es da Effekte, die man sehen kann? Ja, es gibt Effekte. Also bei der Einführung des Mindestlohns hat sich auf jeden Fall der Anteil mit Niedriglohnempfängern etwas reduziert. Und auch, also ein leichter Effekt war auch auf die Armutsquoten zu sehen. Aber es ist nicht so, dass die Armutsquoten jetzt radikal fallen würden durch den Mindestlohn. Also was nicht heißt, dass man ihn nicht einführen sollte. Man sollte ihn einführen, man sollte ihn erhöhen, auf jeden Fall. Aber wie ich schon geschildert habe, ist eben das Einkommen und noch dazu der Stundenlohn nur ein Einfluss auf Arbeit. Wenn Sie Teilzeit arbeiten, werden Sie auch mit 2 Euro mehr pro Stunde, wenn Sie noch 2 Kinder haben, nicht über die Armutsgrenze kommen, nur mit 20 Stunden Erwerbstätigkeit. Das reicht nicht. Von daher ist diese Erhöhung bringt sozusagen nicht die Statistiken runter. Vielleicht die Kaufkraft wird in den Haushalten erhöht, aber statistisch wirkt sich das nicht aus. Und es kommt auf die Haushaltsposition an. Wenn eben die Frauen, oft sind es ja eben die Frauen leider, die in den schlecht bezahlten Dienstleistungsberufen tätig sind, wenn die mit Partnern eben zusammenleben, die höhere Einkommen haben, dann sind die sowieso nicht arm. Dann wird das Haushaltseinkommen höher. Insgesamt kann sich die Familie mehr kaufen, was auch sehr zu begrüßen ist, weil die ja meistens nicht mit Millionären verheiratet sind, aber trotzdem so, dass sie eben nicht arm sind, statistisch gesehen. Dann ist das super, aber das tangiert die Armutsquote, die wir nicht berechnen, nicht. Ich würde die auch mal gerne nennen. Gerne. Die Armutsquote in Deutschland ist 18,5% für Gesamtdeutschland. Leider ist sie in Bremen 10 Prozentpunkte höher. Da haben wir 28,4% 1900, im Jahr 20. Und das ist also schon dramatisch. Das heißt, jeder fünfte Haushalt ist arm. In Bremen mehr. Und in Bremen sind vor allen Dingen, also die größte armutsgefährdete Gruppe sind Bürger unter 18 Jahren, mit anderen Worten Kindern. In Kindern lebt fast die Hälfte der Kinder in armutsgefährdeten Haushalten. Das ist wirklich dramatisch. Gibt es da Gründe für?